Ja, wir starten fit in den Herbst. Im Sommer ist das ja immer gar kein Problem alles. Da läuft man und fährt Rad und macht ein Picknick und bewegt sich und ist mit den Kindern aktiv unterwegs und Hundgassi und alles pipapo. Aber so der Winterherbst, das ist immer eher so die gemütliche Zeit. Nicht nur, weil man da eine Kerze anmacht, sondern auch ich ertappe mich, wie ich sehr gemütlich werde. Ich war, glaube ich, seit 3 Wochen nicht mehr im Fitnessstudio. Aber kann man ja auch mal machen. Aber ab und zu sollte man dann schon wieder so ein bisschen was machen. Es muss ja nicht wie Vivian immer jeden Tag und so viel. Ja, das macht sie auch aus einem ganz anderen Grund. Aber für die Gesundheit ist es schon wichtig, regelmäßig was zu machen. Ja, es muss 10, 20, 30 Minuten reicht auch aus. Aber die Regelmäßigkeit ist eben so wichtig. Deswegen nehmen Sie jetzt nicht mich als Vorbild, sondern Vivian. Die strampelt hier schon fleißig. Das auch nicht. Und wir haben da natürlich zwei tolle, tolle Geräte. Die machen das Ganze auch so ein bisschen einfacher, weil man muss nicht erst raus, man muss keine Verträge unterschreiben mit irgendeinem Fitnessstudio, sondern das Ganze mache ich ganz bequem von zu Hause aus, stimmt's? So sieht es aus. Ja, und liebe Zuschauer, ich habe heute Morgen auch schon ordentlich in die Pedale getreten und das nicht hier auf unserem Heimtraining. Bist du mit dem Fahrrad zur Arbeit? Nee, das nicht. Ich besitze kein eigenes Fahrrad, also, aber ich habe tatsächlich auch schon den Heimtrainer genutzt, um mich heute Morgen ein bisschen aufzuwärmen. Denn, liebe Zuschauer, ich finde gerade das Radfahren ist was ganz, ganz Hervorragendes, was ganz Tolles. Und vor allem sollten Sie das auch machen. Wir kennen alle den Spruch von Arzt oder auch von der Mama, vom Papa, von der Oma, Opa, auch wenn schon was her ist. Sport tut gut, Bewegung ist so wichtig. Bitte machen Sie wieder etwas. Bitte bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag. Ja, man weiß es ja irgendwo. Und in erster Linie hat es oft so ästhetische Aspekte, dass man sagt, Mensch, ich muss mich einfach ein bisschen was bewegen, denn ich merke, die Hose ist langsam spack geworden. Oder aber man merkt zum Beispiel auch, dass man einfach Probleme hat, sich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Mensch, ich fühle mich attraktiv, ich fühle mich gut aussehend und ich fühle mich zum Beispiel auch hübsch als Frau. Aber viel, viel wichtiger als der ästhetische Aspekt ist natürlich der gesundheitliche. Und der gesundheitliche Aspekt, der ist beim Radfahren hier, liebe Zuschauer, mehr als gegeben. Denn wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit der Menschen schaut und mal guckt, was denn damals unsere Aufgabe war und was heute unsere Aufgabe ist, dann weiß man, dass wir früher losgezogen sind. Wir haben gejagt, wir haben gesammelt, wir haben unsere Nahrung besorgt und haben uns dadurch natürlich mächtig bewegt, um die Beute zu erlegen oder auch um Beeren und Früchte zu sammeln, die dann letztlich zur Nahrung dienten und auf den Teller kamen. Heutzutage ist das anders. Man steckt ins Auto. Genau. Wir fahren entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Auto. Sammelt die Beeren im Kühlregal ein. Genau. Und da hat man die unbegrenzte Auswahl. Das heißt also, naja, um jetzt einen Apfel oder auch einen Schokoriegel im Supermarkt zu bekommen, muss man weder jagen noch sammeln, noch sich körperlich irgendwie anstrengen oder betätigen. Und deshalb fehlt das unserem Körpern. Das ist so eine Volkskrankheit, die man heutzutage hat, dass man einfach dazu neigt, weniger zu machen. Und gerade natürlich auch in der dunklen Jahreszeit, in den Herbst-Wintermonaten, wird das Ganze noch viel schlimmer. Jetzt sind Sie natürlich über den Sommer hin immer mal ein Ründchen mit dem Pedelec gefahren. Sie sind mit dem Hund draußen gewesen, so wie Anne-Kathrin gesagt hat, und haben jetzt schon eine gewisse Grundkondition erlangt. Und es wäre wirklich schade, wenn man das jetzt über den Winter wieder einschlafen lässt und dann nächstes Frühjahr wieder mit den alten lästigen Kilos und Pfunden zu kämpfen hat. Deshalb ist es schön, dass wir hier so Heimtrainer haben, die Sie jetzt zu Hause nutzen können. Und das versprechen wir Ihnen an dieser Stelle, dass Sie diesen Heimtrainer zu Hause benutzen können. Denn, so wie er jetzt gerade hier steht, ist er in seiner vollen Pracht ausgeklappt. Den kann man jetzt aber mit einem Handgriff, schauen Sie sich das an, und deshalb verspreche ich das auch, dass dieser Heimtrainer bei Ihnen zu Hause definitiv noch irgendwo reinpassen wird. Selbst wenn man die kleinste Einzimmerwohnung mit 23 Quadratmetern Platz hat, wird man, und jetzt schauen Sie sich das an, für diesen Heimtrainer definitiv genügend Platz haben, liebe Zuschauer. Für den hat man Platz, denn der nimmt gerade mal so viel Platz weg wie ein Bügelbrett. Das heißt, den kann man hinter die Tür stellen, hinter den Schrank zum Beispiel oder auch einfach natürlich im aufgeklappten Modus. Wir sehen das jetzt gerade wie so ein Scherenprinzip, dann hier natürlich auch schön vor den Fernseher platziert. Dann, was immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir bei den kompakten Maßen aber nicht an Qualität sparen und das machen wir auf gar keinen Fall. Denn dieser Heimtrainer hat einen sehr schönen, großen, gepolsterten XXL-Sattel. Was immer sehr, sehr wichtig ist für unsere Zuschauer, dass man da natürlich auch eine Unterstützung hat, beziehungsweise eine Entlastung der Bandscheiben, der Wirbelsäule beim Sitzen, dass auch hier der Gesäßmuskel nicht schmerzt, wenn man jetzt auch länger nichts gemacht hat, dass man hier sehr bequem sitzt. Das ist auch immer ein Qualitätsmerkmal. Ja. Dann haben wir hier unten einmal im Korpus unseres Heimtrainers
die Schwungmasse, die arbeitet. 1,6 Kilogramm an Schwungmasse werden jetzt hier verwendet, um bis zu 8 Widerstandsstufen einstellen zu können. Am Rädchen. Genau, und das ist einfach was ganz Besonderes, was wir hier haben. Wir haben hier einen Heimtrainer, da kann man zum einen Luft quillen, wenn man möchte, und wenn man auf Widerstandsstufe 1 fährt, einfach nur ein bisschen Bewegung in den Körper zu bringen, um das Herz-Kreislauf-System mal wieder anzukurbeln. Sie müssen ja jetzt hier nicht für die Tour de France nächstes Jahr trainieren und sich da ein abstrampeln und schwitzen. Einfach nur während des Fernsehschauens. Und das ist das Schöne, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich gucke mittags immer gewisse Journale oder ich gucke zum Beispiel auch eine schöne Serie, dann mache ich mir jetzt einfach zur Angewohnheit, diese Serie nicht mehr von der Couch aus zu schauen, sondern von meinem Heimtrainer. Und so schaut man die Lieblingsserie und da vergehen 20, 30 Minuten wie im Flug. Und man hat gleich was für den Körper getan und das, finde ich, ist das Schöne. Ja, also es ist wirklich was ganz auch Gelenkschonendes, weil ich weiß jetzt, dass viele Zuschauer sagen, aha, ich habe da die ein oder anderen Probleme. Ich weiß, mit meinen Gelenken, das ist nicht mehr alles so wie noch mit 20 Jahren. Radfahren ist super gelenkschonend, deswegen ist das das Training, was wir auch wirklich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie sagen, ich habe die ein oder anderen Wehwehchen, weil du kannst ja vom Prinzip her nichts falsch machen. Ne? Also das ist ja das Schöne, man kann sich dann später steigern, wenn man will. Man kann ja auch mal aufstehen, wenn man das will, das geht natürlich auch. Aber es ist auch super leise. Also wenn Sie jetzt Nachbarn haben, wo Sie wissen, die beschweren sich da auch ganz gern mal über Geräusche, weil sie vielleicht oben drüber wohnen. Das ist ja Wahnsinn, man hört hier wirklich nichts. Man hört nichts. Und das ist zum einen, weil wir jetzt mit der Schwungmasse hier arbeiten und zum anderen, weil wir ein magnetisches Bremssystem haben. Ich kann Ihnen das gerne nochmal zeigen. Das heißt also, ich rade los. Wenn ich jetzt aber stoppe, komplett kein Geräusch, nichts, liebe Zuschauer, super schnell, ganz einfach abgeschaltet aufgrund dieses magnetischen Bremssystems, das wir jetzt hier haben. Sehr, sehr schön gemacht. Qualitativ erste Sahne. Sie sehen, ich kann sowohl aufrecht hier sitzen und Rad fahren, aber mich natürlich auch nach vorne lehnen und hier mal anlehnen, gegenlehnen. Stimmt. Wir haben hier natürlich ganz fantastische Griffe für Sie. Die haben so eine Schaumstoffummantelung, um jetzt hier natürlich auch einen ganz tollen Griff zu gewährleisten, um sich jetzt hier auch gegenlehnen zu können. Das ist ja was Tolles, was Sie sich hier sichern, was man dann auch viele Jahre nutzen kann. Und was wir jetzt hier vorne einmal sehen, das ist das Bedienelement bzw. auch unser integrierter Bordcomputer, unser Trainingscomputer hier, der mit einer Batterie betrieben wird. Also auch super schön und clever gemacht. Sie brauchen keine Steckdose hier für den Heimtrainer. Können Sie also komplett unabhängig, theoretisch sogar auf dem Balkon aufstellen und dann nutzen, weil Sie hier keine Steckdose benötigen. Da sehe ich dann immer die Zeit, die ich jetzt gerade schon Rad gefahren bin. Das sind hier zum Beispiel 12 Minuten und 15 Sekunden. Ich sehe die Geschwindigkeit, die ich zurücklege. Da bin ich jetzt gerade bei 15, 16, fast 17 km/h an Geschwindigkeit. Dann die Distanz, die ich zurückgelegt habe. Und das Wichtigste für uns ist natürlich immer die Kalorien, die wir verbraucht haben. Und wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Workout, stehe ich einfach nur auf. Zack, klappt das Ganze einmal zusammen und schwuppdiwupp ist es fertig. Irre, oder? Und das für 123,41 €. Ihr eigenes Rad für zu Hause, fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer, egal wo, Sie müssen nicht aus dem Haus. Ja, man hat dann auch immer so, das haben die anderen schon angefasst im Fitnessstudio, die ja geschwitzt haben. Das ist Ihr Gerät, 123,41 €. Und es macht vor allen Dingen so viel Spaß, auch hier mal eine Zeitschrift ablegen, kann man ja auch machen, wenn man das will. Oder ja. Das Handy oder das oder Tablet. Genau, egal was. Man ist hier wirklich, man trainiert zu Hause mit dem eigenen Gerät, man macht ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System. Vielleicht sind Sie ja eh leidenschaftliche Radfahrer, aber sagen, im Herbst, Winter bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil gerade jetzt die nassen Herbstblätter ist ja auch gefährlich. Ne? Oder dann im Winter, wenn es geschneit hat, sollte man das ja auch nicht unbedingt machen. Oder aber Sie sagen, ich liebe etwas für mein Herz-Kreislauf-System zu tun, für meine Pumpe. Also zum Beispiel ich jogge leidenschaftlich gern, weil ich da wirklich merke, ich kann mich da so richtig schön auspowern. Oder Sie sagen einfach, Nordic Walking ist genau meins, mache ich immer. Ich treffe mich da im Sommer mit Freundinnen. Ja, da machen wir das zusammen. Nur im Sommer und im Frühjahr ist das ja alles okay. Aber auch jetzt wieder die Zeit, wo es eben nasskalt ist und ungemütlich. Dann ist es immer dunkel. Dann will man auch nicht als Frau alleine da irgendwo trainieren. Das kann man auch von zu Hause aus machen. Ja, und dann gibt es ja zwei Fraktionen. Also, dass Sport einfach sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, darüber müssen wir an dieser Stelle gar nicht streiten. Die Frage ist nur, was Sie machen, was möchten Sie vor allem auch machen? Ich persönlich liebe das Radfahren. Ich liebe es, mit dem Heimtrainer ein bisschen unterwegs zu sein. Ich finde das ganz klasse. Vor allem, ich spiele dann immer mit meinem Smartphone ein bisschen rum währenddessen oder schaue dann YouTube-Videos oder ähnliches. Jetzt
entscheide ich mich trotzdem, dass ich lieber Rad fahre, immer für das Laufband. Das hat einen ganz, ganz einfachen Aspekt und Punkt bei mir, der kann bei Ihnen natürlich anders aussehen. Und das ist halt einfach die Effektivität an Zeit, die ich jetzt hier nutzen kann. Denn natürlich, wenn ich in die Pedale eines Fahrrads trete, dann habe ich gerade den unteren Körper beansprucht, jetzt von der Muskulatur und auch von dem von der Bewegung, die ich mache, her. Wenn ich jetzt aber laufen gehe, habe ich natürlich den gesamten Körper, den ich damit einbeziehe, in die Bewegung, was den ganz einfachen Vorteil hat, dass man mehr Kalorien verbraucht und deshalb die Zeit in meinen Augen effektiver nutzen kann. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage dessen, was ist Ihr Ziel? Möchten Sie, wie gesagt, einfach ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System machen? Möchten Sie das Gelenk schon machen? Bitte schön, bei dem Heimtrainer haben Sie auf jeden Fall richtig zugeschlagen. Möchten Sie jetzt aber auch ein bisschen Gewicht reduzieren? Möchten Sie Kalorien verbrauchen? Dann ganz klar mein Tipp, das Laufband. Denn wir sehen das hier gleich nochmal ganz schön. Ob ich jetzt die Radfahrbewegung hier im unteren Teil meines Körpers habe oder die Gehbewegung, wo ich den gesamten Körper mitnehme, ich glaube, das ist selbsterklärend. Und auch hier haben wir uns gedacht, Mensch, man kann zum einen natürlich ins Fitnessstudio fahren, dort dann eine Mitgliedschaft abschließen, um ein bisschen zu laufen, ist aber meist für unsere Zuschauer und vielleicht auch für Sie keine Option, wenn man da sagt, Mensch, da sind fremde Menschen, da brauche ich erstmal das passende Equipment. Ich will mich da auch nicht an irgendwelche Öffnungszeiten halten oder ähnliches. Ich will das eigentlich ganz bequem von zu Hause aus machen. Ja, diesen Heimtrainer werden Sie zu Hause platzieren können und nutzen können. Und das jederzeit, wo Sie wollen. Denn auch der hat jetzt hier den großen Vorteil, dass er super, super schnell und super einfach zusammengeklappt ist. Sprich, ein Laufband, das auch wieder die kompakten Maße eines zusammengeklappten Bügelbrettes hat, jetzt aber super schnell ausgeklappt wird und Ihnen ein hervorragendes Gehen, ein qualitativ erstklassiges Training ermöglicht. Dank der antistoßdämpfenden Lauffläche, die wir hier haben. Wir haben so eine ganz fantastische gummierte Lauffläche, die auch noch dafür sorgt, dass die Gelenke entlastet werden, weil die schwingungsdämpfend ist. Das heißt also, die Gehbewegung und auch die Abrollbewegung Ihres Fußes wird hier optimal unterstützt und auch gefedert. Und vor allem haben Sie hier natürlich auch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Und das möchte ich Ihnen hier einmal zeigen. Anne-Kathrin, wenn man ins Fitnessstudio geht und dort ein Laufband betätigt bzw. auch einstellt, dann sieht man immer, und das ist auch wieder ein ganz tolles Merkmal, so magnetischen Notstopp bei den hochwertigen Premium-Laufbändern. Das ist dafür gedacht, dass man sich einmal mit dem Laufband hier verbindet. Das mache ich, indem ich hier die rote Klammer zum Beispiel an meinem Oberteil oder auch an meiner Hose befestige. Über eine rote Schnur bin ich jetzt mit dem Laufband verbunden und hier der magnetische Stopp. Sprich, ein Magnet, der mich jetzt damit verbindet, sorgt dafür, dass das Laufband weiß, bei mir ist alles in Ordnung. Sollte ich mal außer Puste kommen, will ich mal schnell vom Laufband runter oder ähnliches und die Verbindung reißt, dann stoppt die Lauffläche. Zeigen wir Ihnen jetzt aber gerne auch nochmal in Aktion, nicht nur so trocken hier in der Theorie. Wir starten das Laufband über die rote Ein- und Aus-Taste, dann wird ein Countdown runtergezählt, 3, 2, 1 und los geht es mit moderaten 1 km/h Geschwindigkeit. Das ist jetzt natürlich die Möglichkeit, erstmal langsam loszugehen und erstmal in die Bewegung reinzufinden. Magnetischer Notstopp, das hatten wir eben angesprochen, zeige ich Ihnen mal kurz. Gerade bin ich ja noch mit dem Laufband verbunden, würde ich jetzt aber sagen, Mensch, ach Anne-Kathrine, ich habe vergessen, der Tee. Und ich reiße jetzt hier einmal die Verbindung bezüglich des magnetischen Notstopps zwischen dem Laufband und mir, dann haben Sie gesehen, stoppt automatisch und sofort die Lauffläche dann auch, sodass ich schnell vom Laufband runtergehen kann und hier absolute Sicherheit gewährleistet ist. Über die Plus- und Minus-Tasten kann ich jetzt die Geschwindigkeit einstellen bis 12 km/h. Also theoretisch wäre sogar ein Laufen, ein Sprint auf diesem Laufband möglich. Wir sind jetzt hier von der Lauffläche bei knapp, und das ist sehr, sehr schön gemacht, über 1,20 Meter, also auch eine schöne große Lauffläche, die jetzt auch schöne große Schritte erlaubt und vor allem auch hier vorne noch einmal eine einen netten Griff, an dem man sich festhalten kann. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig, gerade wenn man auch was länger läuft oder wenn man vielleicht auch sagt, ich bin jetzt konditionell gar nicht mehr so in der Verfassung, dass ich jetzt auf Anhieb hier den Marathon laufen kann, kann ich mich hier festhalten und abstützen am Laufband. Das finde ich ist ganz klasse. Was mir ja auch besonders positiv auffällt, die Lauffläche, die federt richtig schön nach. Das ist jetzt, sollte man sich jetzt nicht vorstellen, wie zum Beispiel eine betonierte Straße oder Asphalt, sondern es federt schön nach. Also auch hier, wenn Sie sagen, Joggen habe ich gehört, soll nicht so gut für die Gelenke
Denke sein. Klar, wenn man auf der Straße läuft schon, hier drauf kann nichts passieren. Das gibt wunderbar nach. Also auch hier haben wir natürlich an alles gedacht, was auch toll ist, dass ich das einfach hinterher zusammenklappen kann. Weil bei Laufband, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, denkt man automatisch immer an diese riesen Geräte aus dem Fitnessstudio, wo man denkt, da brauche ich ja eine Villa, dass ich mir das in die Wohnung stelle. Aber das ist nicht größer als wirklich so ein Brett, so ein Bügelbrett, ganz leicht zusammengeklappt, geht auch wirklich nicht schwer. Hat man hier so ein Schräubchen, so eine Feststellschraube, ja. Also das kriegt jeder hin. Das ist das Tolle. Und für 208,91 € eine Profi-Lauffläche, ein Profi-Laufband, ich weiß, die kosten normalerweise viel, viel mehr Geld. Wird Ihnen übrigens auch versandkostenfrei bis vor die Haustür geliefert. Und dann geht es auch schon los. Man muss nichts machen, man muss nichts aufbauen. Das kommt komplett fertig. Genau. Lediglich einfach ab in die Steckdose und dann kann man lostrainieren. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann stellt man sich das direkt vor den Fernseher und kann dann wirklich ein bisschen was machen. Und man merkt es ja auch. Also man ertappt sich auch hier immer ein bisschen dabei, wenn man zum Beispiel Treppen steigt. Und wenn man dann an der Haustür ist und aufschließen will, merkt man, vielleicht, dass sie aus der Puste sind, dass sie merken, oh, jetzt muss ich aber ganz schön nach Luft schnappen, ja? Oder dass sie vielleicht auch häufig Fahrstuhl fahren, dass sie einfach mal sagen, Mensch, warum laufe ich nicht mal mit der Treppe? Klar, wenn man jetzt Einkäufe hat, ist das was anderes, dann verstehe ich das auch. Aber man merkt es wirklich, wie das Herz dann auch zu arbeiten hat. Und das ist unsere Pumpe, ja? Also wenn das Herz, also man sagt ja, mit einer Niere kann man leben oder wenn irgendwas anderes im Körper nicht funktioniert, ist das auch okay. Aber das Herz muss funktionieren. Und das trainiere ich, das mache ich eben, indem ich mich hier mal auf dem Laufband ein paar Minütchen täglich trainiere oder eben auch auf unserem Crosstrainer. Auch das ist eine schöne Möglichkeit. Also das sind alles wunderbare Geräte. Wir können jetzt nicht sagen, das ist besser oder das ist besser. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er eben lieber macht, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass Sport Spaß macht. Ne? Solange Sport Spaß macht, macht man das dann eben auch auf einen längeren Zeitraum gesehen. Aber wenn Sie jetzt sagen, Moment, was war nochmal die Bestellnummer für das Rad? Gar kein Problem. Wir fassen jetzt natürlich für Sie nochmal zusammen. Für 123,41 € kommt hier unsere Schwungmasse Heimtrainer zu Ihnen nach Hause. Gelenkschonendes Training, kompakte Maße, ja, liebe Zuschauer, Ihr Heimtrainer hier mit dem hochwertigen Trainingscomputer on board mit der 1,6 Kilogramm Schwungmasse, mit dem magnetischen Bremssystem, mit den 8 Widerstandsstufen, mit der Sitzhöhe, die Sie natürlich nach Belieben einstellen können. Und schauen Sie sich das mal an. Super schnell zusammengeklappt, nicht einmal mehr Platzbedarf, wie ein Bügelbrett, das Sie hier benötigen, um jetzt sportlich aktiv und fit von zu Hause aus zu sein. Wir stellen mal hier für die NX7252 und die 569. Kommt innerhalb von 2-3 Werktagen zu Ihnen nach Hause. Auch da muss man nichts aufbauen, einfach hier fertig. Also das ist wirklich ein tolles, tolles Gerät und man merkt dann auch, wie man sich plötzlich steigern will, wie man vielleicht auch den Widerstand erhöht, wie es einem viel besser geht, weil hier mache ich eben gleichzeitig Muskelaufbau und was für mein Herz-Kreislauf-System. Oder Sie sagen, hier natürlich das Laufband, das hat es mir angetan. Schauen Sie, mit 2 Fingern ganz leicht aufgebaut, wobei aufbauen kann man ja hier nicht sagen, weil es ist wirklich ein tolles Gerät, was man eben innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit hat und dann geht es los, egal wie schnell. Egal wie schnell, egal wann, egal wo, von zu Hause aus, mit einem Laufband, das Sie jetzt ganz kompakt und ganz schnell überall dort entfachen können, wo Sie es wünschen. Mit einer schwingungsdämpfenden Anti-Rutsch-Lauffläche wird Ihnen jetzt hier nicht nur ein Nordic Walking zum absoluten Kinderspiel gemacht, sondern Sie können sogar laufen bis zu 12 km/h schnell. Magnetischer Notstopp, sprich auch hier Sicherheitsmerkmale vorhanden und vor allem natürlich auch hier wieder der Trainingscomputer, der Ihnen alle wichtigen Informationen bezüglich Ihres Trainings dann wiedergibt. Sie haben den ersten Schritt gemacht. Sie dürfen an dieser Stelle sehr, sehr stolz auf sich sein. Und Anne-Kathrin, ich würde sagen, ich gebe unseren Zuschauern gerade mal 2 Wochen und die ersten Erfolge lassen sich sowohl auf der Waage sehen als auch spüren. Definitiv spüren, auf jeden Fall. Ich habe das jetzt erst wieder gelesen, dass Sitzen, viel Sitzen und Falschsitzen noch schlimmer sein soll als Rauchen. Das muss man sich mal vorstellen. Echt? Ja, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also Sitzen ist wirklich momentan so, dass das ist ganz furchtbar. Also man soll ja sitzen, wenn man isst und wenn man fernschaut. Aber man muss sich eben zwischendurch auch mal bewegen. Man kann ja auch sagen, Mensch, 3-mal täglich 10 Minuten kann man ja auch machen. Wichtig ist, dass Sie etwas machen. Ja? Und wie schnell das jetzt ist und wie oft und wie lange, das ist Ihnen überlassen. Aber wichtig ist, dass Sie den ersten Schritt tun, indem Sie jetzt anrufen und bestellen, telefonisch unter der 0180 51 51 und 3-mal der 2 oder wie immer bequem online. Viel Spaß!